بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Ich freue mich, heute wieder hier sein zu können. Ich war ja 2 Wochen leider nicht da gewesen, weil ich jeweils immer Termine hatte, die ich wahrnehmen musste. Und wir wollen heute, inshallah ta'ala, unsere Reihe fortführen über die Suren des Korans und heute mit einer sehr, sehr schönen Sura. Alle Suren sind schön, aber das ist eine Sura, die zu den auch rhetorisch gesehen sehr, sehr schönen, sehr schön klingenden Suren gehören und die auch sicherlich jeder von uns kennt, ohne Ausnahme. Und zwar handelt es sich um ebenfalls eine der Suren, in denen Allah subhanahu wa ta'ala unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mut macht und gut zuspricht. Es ist eine jener Suren, welche Hoffnung geben. Hoffnung geben in Bezug auf unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, in Bezug auf seine Person, dass er von Allah subhanahu wa ta'ala Hoffnung erhält, aber gleichzeitig auch jedem einzelnen Muslim Hoffnung gibt. Es ist eine Sura, die uns aufzeigt, dass egal wie tief die Nacht ist und wie stark die Dunkelheit ist, irgendwann einmal das Licht der Sonne aufgehen wird. Und diese Sura heißt dementsprechend auch Surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha, welche vor Surat Ash-Sharh steht, welche wir das letzte Mal besprochen hatten und aufgezeigt hatten, dass Surat Ash-Sharh und Surat Ad-Duha von einigen Gelehrten als eine Sura angesehen wurden, weil in beiden Suren nämlich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Mut gemacht wird und Allah ta'ala ihm aufzeigt, dass er an seiner Seite steht und ihm die Gnaden aufzählt, mit denen er ihn überhäuft hat. Surat Ad-Duha ist die Sura Nummer 94 des Koran. Und wir werden die Sura insha'Allah ta'ala, weil sie auch zu den sehr kurzen Suren gehört, einmal in ihrem Original, im arabischen Original, vortragen und uns dann die Übersetzung anhören. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Bei der Morgenhelle und der Nacht, wenn sie alles umhüllt, dein Herr hat sich weder von dir verabschiedet, noch hasst er dich. Und das Jenseits ist wahrlich besser für dich als das Diesseits. Und dein Herr wird dir wahrlich geben, und dann wirst du zufrieden sein. Hat er dich nicht als weise gefunden und dir dann Zuflucht verschafft?
und dich irregehend gefunden und dann recht geleitet und dich arm gefunden und dann reich gemacht, was nun die Weise angeht, so unterjoche sie nicht. Und was den Bettler angeht, so fahre ihn nicht an. Und was die Gunst deines Herrn angeht, so erzähle davon. 11 Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam all die Gnaden aufzählt, die er ihm gegeben hat. Aufzeigt, dass jemand, der all dies von Allah Ta'ala bekommen hat, sich keine Sorgen machen braucht, dass Allah Ta'ala ihn im Stich lassen wird. Und dass Allah Ta'ala ihn schon gar nicht hasst und verabscheut und sich von ihm aus diesem Grunde abwendet. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er zeigt uns in dieser schönen Sura auf, was die eigentlichen und wichtigen Gnaden Allah Subhanahu wa Ta'ala sind. Und dass häufig diese Gnaden gar nicht im Materiellen liegen, sondern in etwas viel, viel Höherem, etwas viel, viel Wichtigerem. Nämlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen den richtigen Weg aufzeigt. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn in schwierigen Situationen an die Hand nimmt. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn bereichert, indem er nämlich sein Herz bereichert. All diese Dinge zeigt Allah Ta'ala auf und zeigt uns dann auch in dieser Sura, nur damit wir diesen Überblick zunächst erst einmal haben, und zeigt uns dann auch automatisch in dieser Sura, meine lieben Geschwister, dass derjenige, der etwas von Allah Subhanahu wa Ta'ala erhält, Allah Ta'ala ihn damit prüft und schaut, ob er das, was er bekommen hat, auch bereit ist, anderen zu geben. Also in dieser Sura geht es auf der einen Seite darum, dass Allah Ta'ala dem Propheten Mut machen möchte und Hoffnung schenken möchte. Auf der anderen Seite ihm aufzeigt, wie er ihn geehrt hat und dann am Ende ihm zeigt, was er als Mensch, der all diese Gnaden erfahren hat, nun mit diesen Gnaden tun sollte. Nämlich Dankbarkeit zeigen. Und was wahrhaftige Dankbarkeit ist. Das ist das, worum es sich die Sura dreht. Und auch diese Sura ist eine Sura, in der Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir schon bei At-Tin hatten, Surat At-Tin, mit einem Schwur beginnt. Allah subhanahu wa ta'ala, er beginnt mit dem Schwur Wadduha. Einfach nur Wadduha. Ad-Duha ist die Zeit am Vormittag. Dann, wenn es hell wird, wenn die Sonne, nachdem sie aufgegangen ist, ja, beginnt richtig aufzugehen. Wenn wir über Salatul Duha sprechen, ja, dieses Duha-Salah, dann meinen wir jenes Salah, jedes Gebet, welches beginnt, nachdem die Sonne, wie die Gelehrten sagen, Qadra Rumh über dem Horizont ist. Was heißt dieses Qadra Rumh über dem Horizont? Das heißt, um eine Speerspitze über dem Horizont. Also so, als würde man sozusagen dann von Weitem sehen, wie die Sonne wie es zwischen dem Horizont und der Sonne jetzt einen gewissen Abstand gibt, einen deutlichen Abstand gibt. So, als könnte ich einen Speer darunter oder dazwischen tun, zwischen die Sonne und zwischen dem Horizont. Und das sind ungefähr immer wie viele Minuten nach Sonnenaufgang? Immer wie viele Minuten nach Sonnenaufgang? Ungefähr? 10 bis 15 Minuten, je nachdem. Ja? 10 bis 15 Minuten dauert es, bis die Sonne dann über dem Horizont ist und bis die Zeit von Ad-Duha beginnt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört hier bei der Morgenhelle. Und er gibt automatisch mit diesem Schwur unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Hoffnung. Hoffnung, dass das Licht immer aufgehen wird. Hoffnung, dass egal wie lang die Nacht ist, trotz alledem der Tag irgendwann einmal und das Tageslicht irgendwann einmal zum Vorschein kommen wird.
Allah subhanahu wa ta'ala erschwört hier bei diesem ganz neuen Licht. Und viele Gelehrte sagen, dass damit das Licht der Rechtleitung gemeint ist. Das Licht der Offenbarung gemeint ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hier die Offenbarung, die Rechtleitung Allahs, den Koran zuteil werden ließ. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala mit Al-Duha schwört. Und danach sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und er spricht jetzt über eine andere Zeit, er sagt, وَاللَّيْلِ وَمَا سَجَى. Und der Nacht, wenn sie alles umhüllt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns hier auf, dass es immer Licht und Dunkelheit geben wird. Und dass im Grunde genommen auch die Dunkelheit versucht immer wieder auch das Licht zu umgeben. Seja. Seja ist so wie etwas umhüllen, dass ich etwas versuche zu bedecken. Allah Ta'ala erschwört also bei dem Frühlicht und er zeigt auf, dass dieses Frühlicht, dieses Morgenlicht, diese Morgenhelle immer aufgehen wird und irgendwann einmal aufgehen wird, aber er zeigt auch gleichzeitig auf, dass die Nacht versucht immer wieder auch dieses Morgenlicht zu umhüllen. Und das ist ja auch diese Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Das muss nicht unbedingt im Negativen gewertet werden. Allah subhanahu wa ta'ala, er will uns vielleicht auch hier aufzeigen, dass es zu den Gesetzmäßigkeiten in diesem Universum gehört, dass es immer diese Abfolge gibt von Tag und Nacht. Dass es Tag gibt und dass es Nacht gibt. Und dass sich die Zeiten auch ändern werden. Das heißt, als Muslim musst du wissen, dass wenn es Zeiten gibt, in denen es dir schlecht geht, auch Zeiten kommen werden, in denen es dir gut geht. Und dass wenn es Zeiten gibt, in denen es dir gut geht, auch wieder Zeiten kommen werden, in denen es dir nicht so gut gehen wird. Das ist die Dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat diese Dunya erschaffen mit dieser Wechselwirklichkeit, Wechselwirkung. Ja, immer wieder gibt es sozusagen Änderungen in der Dunya. Immer wieder gibt es diese Änderung. Ja? Mal gibt es Völker, die an der Spitze der Zivilisation sind. Und dann, Jahrhunderte später, sind diese Völker wieder ganz unten. Und andere Völker gelangen an die Spitze der Zivilisation. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Und diese Tage, ja, diese Tage, die lassen wir unter den Menschen sich abwechseln. Das heißt, mal die eine und mal die andere. So ist die Dunya beschaffen. Und das müssen wir verstehen. Und das gibt uns auch Hoffnung als Muslime, dass diese Situation, in der wir uns befinden, auch irgendwann einmal enden wird. Das heißt, es wird nicht immer so sein, dass wir rückständig sind. Wir hatten Zeiten gehabt, die ersten Jahrhunderte, auf die wir auch als Muslime stolz sind und stolz sein können, wo es uns sehr gut ging. Wo wir die Spitze der Zivilisation gewesen sind. Wo die Menschen von uns gelernt hatten. Und jetzt leben wir gerade Zeiten durch, in denen wir leider ganz unten angelangt sind. Und viele Probleme haben. Aber die Zeiten können sich ändern. Genauso wie es Allah subhanahu wa ta'ala hier aufgezeigt hat. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. In der Schöpfung der Himmel und der Erde. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Und in der Abfolge von Tag und Nacht. لَآيَاتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Sind wahrlich Zeichen für Menschen, die nachdenken. Also wir sehen, diese Verse zeigen uns eine dieser Gesetzmäßigkeiten im Universum auf. Dass es immer diese Auseinandersetzung geben wird und dass es aber auch immer wieder Veränderung geben wird. Nur, und das ist das Wichtige, wenn ich Veränderung möchte als Muslim oder als Mensch im Allgemeinen, egal ob Muslim oder nicht Muslim, dann muss ich auch bereit sein, etwas für diese Veränderung zu tun. Und hier möchte ich mal einen kleinen Exkurs machen, ja, der vielleicht auch ein bisschen, also der geht sehr, sehr weit. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch verstehen. Es gibt immer wieder Leute, die heutzutage sagen, ja,
diese ganzen Entwicklungen in der arabischen Welt, in Ägypten, in Tunesien, in Syrien, all dies. Wären die Leute still geblieben und hätten sie einfach das Unrecht, was in ihren Ländern geschehen ist, heruntergeschluckt und akzeptiert, dann hätten wir dieses Blutvergießen gar nicht. Es gibt sehr, sehr viele, die so argumentieren heutzutage, oder? Sehr, sehr viele Leute, die so argumentieren. Die sagen, ja, es ist einfach so, die Leute hätten das hinnehmen sollen. Nur hier stelle ich die Frage, und diese Frage ist sehr, sehr wichtig. Wie soll es dann jemals überhaupt zu Veränderungen kommen in unseren Ländern, wenn die Leute nicht bereit sind, etwas für diese Veränderung zu tun und zu opfern? Und wenn wir uns im Allgemeinen die Geschichte anschauen, nehmen wir mal die europäische Geschichte, dann sehen wir, dass nach der Französischen Revolution es nicht zuvor zu einer Demokratie in Europa kam, sondern es kam zunächst einmal zu was? Es kam zunächst einmal zu nicht nur einer Diktatur, mehreren Diktaturen. Es kam zu Schreckensherrschaften, die Jakobiner, die alle Menschen umgebracht haben. Ja, habt ihr alles in der Geschichte gelernt. Und es hat Jahrzehnte gedauert, wenn nicht sogar Jahrhunderte gedauert, bis man irgendwann einmal wirklich einen stabilen Staat hatte. Oder besser gesagt, eine Demokratie hatte, von der heutzutage alle sprechen. Guck mal, wie lange die Menschen gebraucht haben. Zwei Weltkriege, bis man in Deutschland überhaupt eine Demokratie hatte. Ja? Zwei Weltkriege. Guck mal, diese Demokratie, von der wir heute sprechen, die im Übrigen bedroht ist, das darf man auch nicht vergessen. Die ist bedroht, diese Demokratie. Ist jetzt 70 Jahre alt, oder? 70 Jahre alt, doch, ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, ungefähr 70 Jahre alt. Diese Demokratie, ja, guck mal, wie lange die Menschen gebraucht haben, wie viel Blut vergossen wurde in Europa, bis man überhaupt dazu gekommen ist. Und dann haben wir immer wieder Leute, die sagen, ach, ja, hätten die Leute doch einfach dieses Unrecht akzeptiert, dann hätten wir jetzt kein Blut vergießen. Wir haben so und so, egal ob mit Arabellion, mit ihr arabischen Frühling oder nicht, wir hätten ohnehin Blut vergießen gehabt. Weil es immer wieder in dieser Region, aufgrund dieser Diktaturen, die wir hatten, aufgrund dieser Unrechtsregime, die wir hatten, ja, wir hatten immer wieder Blutvergießen, immer wieder Unterdrückung gehabt. Es ist natürlich jetzt gerade in bestimmten Ländern wie in Syrien besonders schlimm, gar keine Frage, aber ich sage euch ganz offen, ja, das eine rechtfertigt das andere nicht. Nur weil wir sagen, dass wir jetzt Chaos haben, können wir nicht sagen, dass es ein Fehler gewesen ist, auf die Straße zu gehen, um friedlich zu demonstrieren. Und wir wissen, ja, wenn wir uns die Demonstrationen, und ich bin kein, wie gesagt, Politikwissenschaftler, aber es ist einfach nur, es sind einige Ideen, ja, weil immer wieder auch Leute so argumentieren, ja, die hätten wir doch hingenommen und früher bei Gaddafi war es doch viel besser gewesen und weiß ich nicht was. Ja. Die Frage ist, wie lange soll das so weitergehen? Oder auch, was wir in Ägypten sehen beispielsweise. Ja. Und dementsprechend, ja, es ist so, wenn wir Veränderung wollen als Menschen, dann müssen wir etwas dafür tun. Auf der Ebene der Umme, aber auch auf ganz persönlicher Ebene. Wenn ich will, dass in meinem Leben das Licht aufgeht, wenn ich will, dass sich etwas in meinem Leben verändert, dann kann ich nicht einfach resignieren und sagen, wird schon irgendwann mal so sein. Sondern was muss ich machen? Ich muss mich anstrengen. Ich muss etwas tun. Auch wenn ich dann manchmal auf die Nase falle. Auch wenn es manchmal wehtut. Auch wenn ich vielleicht in bestimmten Situationen scheitere und es erstmal den Anschein hat, dass es noch schlimmer wird als vorher, trotz alledem, dass ich mich einfach meinem Schicksal in Anführungsstrichen ergebe, ohne versuche, etwas daran zu ändern, ist der größte Fehler überhaupt. Und dementsprechend, وَضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. Und jetzt kommt dieser wichtige Vers. Allah Ta'ala erschwört. Und was ist das, worauf er schwört? Immer wenn bei etwas geschworen wird, wenn es einen Schwur gibt, muss es auch etwas geben, worauf Allah subhanahu wa ta'ala geschworen hat. Und Allah ta'ala, er schwört auf was? Er schwört jetzt auf ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dein Herr hat sich weder von dir verabschiedet, noch hasst er dich. Warum sagt es Allah Ta'ala? Warum schwört Allah Ta'ala darauf? Was ist der Grund dafür? Hier gibt es jetzt einige Offenbarungsanlässe zu diesem Vers, die uns erklären, warum Allah Subhanahu wa Ta'ala hier unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam versichert, dass er ihn nicht im Stich gelassen hat und dass er ihn schon gar nicht verabscheut oder hasst.
Wadda'a ist von Taudir. Und Taudir bedeutet, jemanden verabschieden. Und Qala bedeutet so viel wie jemanden hassen, von Abrada. Ja? Dein Herr hat dich wieder verlassen. Noch hasst er dich, noch verabscheut er dich, O Muhammad. Du brauchst dir keine Sorge zu machen. Warum hat er sich überhaupt Sorgen gemacht, sallallahu alaihi wasallam? Der Grund ist, und hier gibt es jetzt ganz unterschiedliche Offenbarungsanlässe, die aufzeigen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einige Tage lang keine Offenbarung mehr erhalten hat. Und das kam zweimal vor in der Anfangsphase. Wann war das erste Mal, wo es diese Fatra, Fatra al-Wahyu, also die Offenbarung, ist unterbrochen worden? Wann war das erste Mal? Wann wurde das erste Mal die Offenbarung unterbrochen? Nach welchem Vers? Weiß es jemand? Hat mir erwähnt gehabt. Vielleicht erinnert ihr euch daran, als wir über Surat al-Alaq gesprochen haben. Wann war das erste Mal, wo die Offenbarung für einige Zeit unterbrach, sodass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es überliefert wird, teilweise auf Berge gestiegen ist und sich herunterstürzen wollte, weil er nicht wusste, ja, ob Allah subhanahu wa ta'ala sich von ihm abgewandt hat. Das war direkt nach der ersten Offenbarung gewesen, nach den ersten fünf Versen, ja, Iqra, gab es zunächst erst einmal, wie es Bukhari überliefert, eine Unterbrechung. Und dann eines Tages, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den Straßen von Mekka herumlief oder außerhalb von Mekka herumlief, sah er plötzlich Jibril alaihi salam in seiner wahren Gestalt. In seiner wahren Gestalt, wie er auf einem Stuhl saß und ihn rief und er verdeckte den gesamten Horizont mit seiner Gestalt und ihm dann folgende Verse offenbarte im Nachhinein: Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Das war die erste Unterbrechung gewesen. Und jetzt sagen die Gelehrten, aufgrund dieser verschiedenen Offenbarungsanlässe, die überliefert werden, jetzt sagen die Gelehrten, dass es eine zweite Unterbrechung gegeben hat. Und diese Unterbrechung ist auch relativ zeitnah gewesen. Und man ist sich uneinig darüber, wie lange diese Unterbrechung konkret gewesen ist. Zwischen 12 und 40 Tagen, da haben wir unterschiedliche Überlieferungen von den Gelehrten, die sagen 12 Tage, manche sagen 15, bis zu 40 Tage, sagen sie, wurde die Offenbarung, nachdem einige Suren offenbart wurden, dann unterbrochen. Und es ging so weit, dass einige der Feinde des Islam, wie Jamil, die Frau von Abu Lahab, dann gesagt haben, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde von seinem Schöpfer oder wurde von demjenigen, der ihm das immer sozusagen einflüstert, im Stich gelassen. Warum? Weil sie nämlich den Propheten sallallahu alaihi wasallam immer gehört haben, wie er in der Nacht den Koran rezitierte im Gebet. Und sie sagten daraufhin, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wurde von seinem Herrn im Stich gelassen. Und in anderen Überlieferungen heißt es, dass Khadija radiallahu anha zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil es eine Unterbrechung gegeben hat, Mut gemacht hat. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam war am Boden zerstört gewesen, weil er sich nicht sicher war, was der Grund sein könnte. Er machte sich Sorgen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich von ihm abgewandt haben könnte. Und daraufhin, nachdem das geschah, hat Allah subhanahu wa ta'ala was getan? Er hat ihm diese Verse offenbart. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dein Herr hat sich nicht von dir verabschiedet. Noch hasst er dich. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, O Muhammad. Walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Und das Jenseits ist wahrlich besser für dich als das Jenseits. Wir dürfen diesen Vers nicht falsch verstehen. Allah Ta'ala, er will dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hier nicht sagen, dass man sich vom Diesseits abwenden soll. Im Sinne von, das Diesseits ist schlecht. Sagt Allah Ta'ala in diesem Vers, dass das Diesseits schlecht ist? Nein, er sagt nur, dass das Jenseits besser ist. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich habe etwas Gutes,
und ich habe etwas noch Besseres. Ja, guck mal. Ich habe etwas Gutes, aber ich habe etwas noch Besseres. Ja, ich habe hier vielleicht nur ein paar Tropfen, ja, ein paar Schlücke Wasser und hier habe ich eine ganze Flasche. Beides ist gut, aber das eine ist besser als das andere. Und deswegen, wie Ar-Razi, ich habe das vorhin nochmal im Tafsir bei Ar-Razi dann gelesen, er sagt in seinem Tafsir, Mafatih al-Ghaib ist ein super Tafsir, wirklich ein ganz tolles Tafsir, was Subhanallah wirklich also sehr, sehr logisch aufgebaut ist und sehr systematisch aufgebaut ist. Und er sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm hier sagt, guck mal, ich habe dir schon in der Dunya sehr, sehr viel gegeben, aber das, was dich im Jenseits erwartet, ist noch viel besser. Schaut mal. Ich habe dir in der Dunya schon sehr viel gegeben und das ist eine Gnade von Allah, das ist etwas sehr, sehr Gutes. Aber das, was dich im Jenseits erwarten wird, ist noch viel besser. Und genau so müssen wir an die Sache herangehen. Immer wieder wird uns Muslim vorgeworfen, dass wir rückwärtsgewandt sein. Es gibt auch Muslime, die so sind, gar keine Frage. Es gibt Muslime, die haben den Islam falsch verstanden. Sie glauben, Islam würde bedeuten, dass ich mich von dieser Dunya komplett abwende. Dass diese Dunya keinen Wert habe und dementsprechend darf ich von dieser Dunya überhaupt nicht profitieren. Nein. Das sagt Allah Ta'ala im Koran nicht. Allah verlangt lediglich von uns was? Dass wir nicht an dieser Dunya so hängen, dass die Dunya zum eigentlichen Ziel wird. Und demnach, Allah subhanahu wa ta'ala, er will uns aufzeigen, diese Dunya, sie beinhaltet Gutes und sie beinhaltet Schlechtes. Und du kannst von dieser Dunya profitieren. Und du sollst auch in dieser Dunya, im diesseitigen Leben, Spaß haben. Du sollst Glückseligkeit empfinden als Mensch. Dazu ist die Dunya da. Aber du darfst niemals an dieser Dunya hängen. Weil sobald du dein Herz an die Dunya verlierst, hast du schon verloren. Und dann bist du arm. Weil egal wie viel du von dieser Dunya hast, du wirst niemals genug bekommen. Das ist einfach so. So ist der Mensch. Ja? Wenn die Dunya sein Ziel wird, dann wird er niemals seine Gier stillen können. Niemals seinen Appetit stillen können. Er wird niemals satt werden. Und wir haben schon oft diese schönen Hadithe gehört, ja, unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er aufzeigt, wie gierig der Mensch ist und dass der Mensch niemals genug bekommen wird. Wenn er ein Tal voller Gold hat, wünscht er sich ein zweites und ein drittes. Und das Einzige, was seinen Mund oder seine Augen füllt, ist, dass, wenn er unter Erde ist, die Erde. Das ist das Einzige. Und dementsprechend, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns in verschiedenen Überlieferungen aufgezeigt, ja, dass diese Dunya an sich nicht schlecht ist. Aber dass sie nicht das eigentliche Ziel sein darf. Und deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt beispielsweise in einer Überlieferung, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمْ وَرُزِقَ قَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا أَتَى. Derjenige ist erfolgreich, der sich Allah ergibt, Aslam. وَرُزِقَ قَفَافًا. Und ausreichend hat zum Leben. Guck mal, der Prophet sagt, das ist eine Ni'ma von Allah, dass ich ausreichend zum Leben habe. Aber es darf nicht das Ziel sein. Und jetzt ist das Wichtige. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا أَتَى. Was heißt das? Und Allah ihn damit sozusagen zufrieden sein lässt, ja, mit dem, was er ihm gegeben hat. Dass ich damit zufrieden bin. Alhamdulillah. Es gibt gar nicht, es kann keinen größeren Reichtum geben für dich als Mensch, als der, der in deinem Herzen ist. Wallahi, wenn du in deinem Herzen Reichtum empfindest, dann brauchst du nicht viel für dieses Leben. Dann wirst du reich sein. Und du wirst dich immer zufrieden geben mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagt, لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَبِ. Reichtum besteht nicht darin, dass ich viele Güter des diesseitigen Lebens besitze. وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. Der wahre Reichtum liegt in der Seele. Der Reichtum der Seele, der Reichtum des Herzens. Wenn ich mich hier reich fühle, Allahu Akbar, ja, dann gebe ich mich immer zufrieden mit dem, was Allah Ta'ala mir gegeben hat. Aber wenn ich diese Genügsamkeit nicht empfinde, die ja im Übrigen auch ein Teil der Taqwa ist, wie es Ali ibn Abi Talib aufgezeigt hat, guck mal, wenn ich wirklich gottesfürchtig bin, ja, dann muss ich jemand sein, der sich mit dem zufrieden gibt, was Allah Ta'ala für ihn vorgesehen hat. Auch wenn es wenig ist. Was sagt Ali ibn Abi Talib? Er sagt, At-Taqwa al-Khawfu min al-Jalil. Taqwa ist, dass ich Angst habe oder Ehrfurcht empfinde gegenüber dem Herrlichen, al-Jalil,
dem Erhabenen. Dass ich mich an das, die Offenbarung halte, also an den Koran, dass ich den Koran umsetze in meinem Leben. Und dass ich mich zufrieden gebe mit dem Wenigen. Und dann, und dass ich mich vorbereite auf den Tag, an dem ich diese Dunya verlassen werde. Das ist die Taqwa. Und deswegen, meine geehrten Schwestern und Brüder, Wallahi, lasst uns das zum Lebensmotto machen. Ja? Diese Dunya ist nicht schlecht. Diese Dunya ist nicht schlecht. Wir können glücklich sein in dieser Dunya. Und wir sollten auch von dieser Dunya profitieren. Aber lasst uns das genauso tun, wie es Allah Ta'ala hier unserem Propheten gesagt hat. Das Akhira ist besser als die Dunya. Das müssen wir verstehen. Das Akhira, das was später kommt, das ist das eigentliche Ziel. Ich kann auf der Raststätte einen schönen Kaffee trinken. Ja? Eine leckere Pizza essen. Ja? Spricht nichts dagegen. Aber was nicht passieren darf, ist, dass ich auf der Raststätte mein Zelt aufschlage und dort mein Leben lang bleibe. Dann habe ich das Ziel verfehlt. Oder? Weil dann werde ich niemals an mein Ziel angelangen. Und viele Menschen, ja, sie halten an dieser Raststätte fest und vergessen, dass das eigentliche Ziel ein ganz anderes ist. Sie wollten ganz woanders hin. Sie haben es vergessen. Der Shaitan hat sie es vergessen lassen. Die Befolgung der Neigung hat sie es vergessen lassen. Sie sind blind geworden, sodass sie das eigentliche Ziel nicht mehr erkennen. Und demnach, meine lieben Geschwister im Islam, ja, lasst uns dieses Prinzip, was uns Allah und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam beigebracht haben, verinnerlichen. Die Dunya ist nicht schlecht. Sie ist gut. Ich muss von ihr profitieren. Es gibt ihnen Gutes, es gibt ihnen Schlechtes. Ich muss mich auf das Gute konzentrieren. Ich kann Nutzen aus ihr ziehen. Allah hat sie mir zu Dienst gemacht. Sakhara lakum ma fil ardi jami'a. Er hat alles, was auf dieser Erde ist, euch zu Diensten gestellt. Nutze es. Profitiere davon. Habe Spaß damit. Solange es im Halal ist. Aber dein eigentliches Ziel ist immer was? Dein eigentliches Ziel ist immer das Akhira. Und wenn ich so durch die Dunya gehe, Allahu Akbar. Wallahi, ich werde der glücklichste Mensch auf dieser Erde sein. Selbst wenn ich nur ganz wenig besitzen sollte. Und das sehe ich immer wieder, auch bei mir persönlich, bei jedem. Jeder merkt das auch. Ja, wenn ich diese Dinge verinnerliche, dann, Alhamdulillah, geht es mir immer gut. Weil es wird immer jemanden geben, der mehr hat als ich. Immer jemanden geben, der mehr hat als ich. Ich werde niemals der Reichste sein. Und wenn ich dann der Reichste sein sollte, wird es immer jemanden geben, der erfolgreicher ist als ich in einem anderen Bereich. Und das ist das Problem vieler Menschen. Und deswegen sind viele Menschen unzufrieden. Ja, wir verreisen nur einmal im Jahr in Urlaub. Die anderen, meine Freundin, die verreist zweimal im Jahr in Urlaub. Und die zweimal im Jahr in Urlaub verreist, ja, meine andere Freundin, die verreist viermal im Jahr zum Urlaub. In Urlaub. Ja, also es gibt immer jemanden, der mehr kann. Und der andere kann einfach mal am Wochenende nach, weiß ich nicht, Paris fliegen. Ja, einfach mal so. Kann sich das leisten. Es wird immer jemanden geben, der mehr hat. Also gib dich zufrieden mit dem. Und was dir dabei hilft, ist folgender Ratschlag unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir haben das schon oft erwähnt, aber wir brauchen immer wieder diese Ermahnung und diese Erinnerung. Weil wir vergessen das. Im Alltag vergessen wir das. Da kommt der Shaitan und lässt uns das vergessen. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, merkt euch das, wallahi, es wird euch helfen in eurem Leben. La tanzuru ila man huwa fawqakum. Schaut nicht auf jene, die über euch stehen. Also im Materiellen über euch stehen. Walakin unzuru ila man huwa asfala minkum. Sondern schaut auf jene, die unter euch stehen. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Das hilft euch dabei und das bringt euch dazu, dass ihr nicht die Gnaden Allahs euch gegenüber gering schätzt. Ihr werdet immer zufrieden sein, seid euch dessen sicher. Jetzt kommt ein Vers, der unglaublich ist. Allahu Akbar. Also, wer so ein, wenn Allah Ta'ala jemand so etwas sagt, dann braucht er sich keine Sorgen mehr zu machen. Khalas. Aber das ist, wie gesagt, etwas, was Allah Ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegeben hat. Und das Schöne ist, oder das Schönste daran ist, die Reaktion unseres Propheten darauf. Und wie er darauf reagiert hat, was seine Antwort war. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allahu Akbar. Stell dir mal vor, ja. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Und dein Herr wird dir wahrlich geben, und dann wirst du zufrieden sein. Also mit anderen Worten, und dein Herr wird dir geben, bis du zufrieden bist. Er wird dir so viel geben, bis du zufrieden bist, O Muhammad. Mach dir keine Sorge. Du wirst das bekommen, was dich zufrieden stellt. Was willst du mehr als Mensch? Was für eine Ehrung
für unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was muss das für ihn für ein Gefühl gewesen sein, dass Allah Ta'ala ihm dieses Versprechen gibt? Du wirst zufrieden sein, mach dir keine Sorge. Und was ist das allererste, woran unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gedacht hat? Als er diese Worte von Allah subhanahu wa ta'ala gehört hat. Weiß das jemand? Was war die Reaktion des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf dieses Versprechen Allahs? Nein. Was war seine Antwort gewesen? Weiß jemand von den Schwestern vielleicht? Er sagte sallallahu alaihi wasallam, إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار. Er denkt an seine Umma. Also werde ich mich nicht eher zufrieden geben, solange noch einer von meiner Gemeinschaft in der Hölle ist. Ich werde mich nicht zufrieden geben, solange noch einer meiner Gemeinschaft in der Hölle ist. Khalas. Du hast es versprochen, O Allah. Du hast es versprochen, O Allah. Und das allererste, woran er denkt nicht an sich selbst, er denkt nicht an Schlösser im Paradies, er denkt nicht an sein eigenes Wohlergehen, er denkt nicht an seine Tochter Fatima, er denkt nicht an seinen Onkel, er denkt an seine Umma, seine Mitmenschen. Was für eine Selbstlosigkeit. Ein Mensch, der für andere gelebt hat. Ein Mensch, der nicht für sich selbst gelebt hat, sondern ein Mensch, der für andere gelebt hat. Sallallahu alaihi wasallam. Und wir sollten in seine Fußstapfen treten. Dass wir niemals so sein können wie er, das wissen wir. Diese Selbstlosigkeit, die er hatte, die werden wir nicht erreichen. Aber wir sollten versuchen, in seine Fußstapfen zu treten. Und dementsprechend, derjenige, der die höchste Stellung hatte, nach ihm war wer gewesen? Der Selbstloseste, der es ihm gleich gemacht hat. Und das war wer gewesen? Abu Bakr as-Siddiq. Und interessant ist, dass die Sura, die davor ist, welche Sura? Welche Sura ist vor Sura al-Duha? Ja, Sura 93. Wir sind 94, was ist Sura 93? Sura al-Layl. Sura al-Layl. Ja, der, nein, das ist ganz weit vorne. Sura al-Layl. Und Sura al-Layl ist welche Sura? Oder wem gehört Sura al-Layl? Sura al-Layl gehört Abu Bakr as-Siddiq. Die Gelehrten sagen, Sura al-Layl gehört Abu Bakr as-Siddiq. Warum? Weil Allah Ta'ala nämlich in Surat Al-Layl sagt, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Doch davon ferngehalten, also vom Höllenfeuer, wird der Gottesfürchtigste werden. Der Gottesfürchtigste. Und das kann nur einer sein. Und das ist Abu Bakr as-Siddiq. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ. Was ist dann seine Eigenschaft? Der seinen Besitz gibt, um sich zu läutern. Selbstlosigkeit. Guck mal, Allah Ta'ala und die Gelehrten sind sich einig darüber, dass derjenige, der mit Al-Atqa gemeint ist, Abu Bakr as-Siddiq ist. Darüber gibt es selbst in einigen schiitischen Tafsir wird das erwähnt, dass Abu Bakr as-Siddiq damit gemeint ist. Ja, darüber ist man sich einig. Es gibt niemanden, der Abu Bakr as-Siddiq in dieser Eigenschaft übertroffen hat. Es gab einige, die es versucht haben. Umar ibn al-Khattab, er hat versucht. Er hat versucht, Abu Bakr as-Siddiq einzuholen, aber er hat es nicht geschafft. Er bringt die Hälfte seines Vermögens in der Schlacht, vor der Schlacht, bei der Vorbereitung auf den Feldzug nach Tabuk. Ja? Er bringt ja, die Hälfte seines Vermögens. Der Prophet fragt ihn, sallallahu alaihi wasallam, was hast du deiner Familie übrig gelassen? Er meinte genauso viel. Und dann kommt direkt danach Abu Bakr. Und er hat sogar die Absicht gehabt, al-yawma asbiqu Abu Bakr, heute werde ich Abu Bakr überholen. Heute werde ich es schaffen. In meiner Selbstlosigkeit, ja. Und dann kommt Abu Bakr as-Siddiq vor ihm, ja, genau vor ihm, sodass Allah gleich sozusagen einen Dars erteilen möchte, eine Lektion erteilen möchte. Ja. Und der Prophet fragt ihn vor Umar, ja, was hast du deiner Familie zurückgelassen? Und er sagt, Allah und sein Gesandten. Und dann meinte Umar, Wallahi lan asbiqahu abada. Khalas. Ja, ich werde ihn niemals übertreffen, niemals, egal was das ist. Ja. Und Allah Ta'ala, er hat ihn hier was, er hat ihn hier geläutert im Koran. Deswegen sagen die Gelehrten, Surat al-Layl ist die Surah von Abu Bakr. Und Surat al-Duha ist die Sura unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und was ist die Eigenschaft, die in beiden steht? Ja? Und das, was unseren Propheten in erster Linie ausgemacht hat, er hat für die Umme gelebt. Er hat für die Menschen gelebt.
Und Abu Bakr as-Siddiq hat es ihm gleich gemacht, sallallahu alaihi wa sallam. Deswegen hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala, das ist seine Wahrhaftigkeit gewesen, deswegen as-Siddiq, jemand, der bereit ist, alles zu geben für die Sache Allahs, ist derjenige, der wirklich as-Siddiq ist. Und deswegen, meine lieben Geschwister, lasst uns in diese Fußstapfen treten. In die Fußstapfen unseres Propheten, in die Fußstapfen sallallahu alaihi wa sallam, in die Fußstapfen von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, in die Fußstapfen von Umar ibn Khattab, von all diesen Größen, welche bereit gewesen sind, ihre Zeit zu opfern für die Sache Allahs. Und das hören wir immer wieder in unseren Unterrichten. Widme, opfere einen Teil deiner Zeit für die Sache Allahs. Stell dir immer die Frage, wie viel meiner Zeit habe ich bisher geopfert für die Sache Allahs? Wie viel meiner Zeit? Und häufig, wenn man das einmal überprüft, dann merkt man, oh, ich habe eigentlich so gut wie gar keine Zeit geopfert für Allah. Ich opfere meine Zeit, Stunden opfere ich für WhatsApp-Nachrichten am Tag. Ich sage nicht mal Minuten, sondern Stunden, weil es uns alle betrifft. Stunden opfere ich teilweise für Facebook. Stunden opfere ich für YouTube-Videos, einfach so, die keinen Sinn machen. Einfach, wo man ein bisschen lacht und dann hat man sie im selben Moment wieder vergessen. Oder ist es nicht so? Kennen wir doch alle, ja? Wir sind alle davon betroffen. Ja, da sitzt man die ganze Zeit, hey, guck mal das Video, ja? Ja, einfach irgendwelche sinnlosen Videos, ja? Natürlich macht das Spaß in dem Moment, man lacht, Zeitvertreib. Aber überlegt euch, wir sind bereits Stunden, zählt das mal zusammen, wie viele Stunden am Tag wir damit verbringen. Ihr werdet merken, das sind mindestens tagtäglich 4 bis 5 Stunden, ja? Illa man rahim Allah. Außer wenn Allah das, es gibt immer Ausnahmen. Aber wir sind alle davon getroffen. Und dann muss man sich überlegen, subhanallah, ich habe so viel Zeit investiert in irgendwelche sinnlosen Videos. Weil das summiert sich ja. Und ihr kennt das ja, von einem Video gelangt man zum anderen. Ja, das kennt jeder von uns. Ja? Wenn du einmal auf YouTube bist, khalas, ja, ist der Abend weg. Khalas, ist der Abend weg. Und jetzt, subhanallah, sag mal, dann sagst du, ich habe keine Zeit, mal in der Moschee was zu machen, an einer Sitzung teilzunehmen. Mich mal zu beteiligen, beispielsweise bei der Vorbereitung für eine Veranstaltung. Ja? Das sind dann ein paar Stunden, die ich investieren muss. Ja, richtig. Und ich sage, ich habe keine Zeit, aber ich habe so viel Zeit, mich mit YouTube-Videos und mit WhatsApp, belanglosen WhatsApp-Nachrichten, ja, oder mit Facebook oder weiß ich was, mit Instagram, was es sich heutzutage alles gibt, zu beschäftigen. Das ist eine Lüge. Ich bin nicht wahrhaftig. Abu Bakr ist Siddiq gewesen, er ist wahrhaftig gewesen, er hat alles gegeben. Wir sind, wenn wir sagen, wir haben keine Zeit, nicht wahrhaftig. Ich sage es euch ganz ehrlich. Und damit meine ich jeden von uns. Ich in erster Linie. Jeder von uns muss sich diese Frage stellen. Was bin ich bereit für Allah subhanahu wa ta'ala zu opfern? Und keiner kann sagen, ich weiß nicht, wie ich meine Zeit widmen kann für Allah. Wir haben immer wieder hier Projekte vorgestellt, oder? Könnt ihr euch noch erinnern, vor einem Monat ungefähr Wegweiser, ja, mit Flüchtlingen, ja, das war mal so eine Sache, die wir mal besprochen haben. Vielleicht haben sich auch einige eingetragen, vielleicht haben auch einige sich daran beteiligt, ja. Also es gibt immer wieder Möglichkeiten, sich zu beteiligen, irgendetwas zu machen. Es muss nicht viel sein. Aber ich muss ein bisschen Selbstlosigkeit haben. Ja, vielleicht 5% meiner Zeit, 10% meiner Zeit. Und jeder, der ein bisschen mehr tut, inshallah wird Allah Ta'ala ihn auch um Stufen erhöhen. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam versprochen hat, dass er ihn nicht im Stich lassen wird und dass er ihn sogar zufriedenstellen wird, kommt jetzt was? Kommen jetzt die Gnaden, mit denen Allah ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam überhäuft hat. Und zwar sagt Allah ta'ala, أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Hat er dich nicht als Weise gefunden und dir dann Zuflucht verschafft? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam war eine Weise gewesen. Eine Vollweise. Sein Vater ist gestorben, bevor er auf die Welt gekommen ist oder direkt danach. Und seine Mutter ist gestorben im Alter von 6 Jahren. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist eine Vollweise gewesen. Und trotz alledem hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht im Stich gelassen. Allah ta'ala, er hat ihm Zuflucht gewährt. Zunächst erst einmal bei seinem Großvater, dann bei seinem Onkel, der ihn großgezogen hat. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt ihm auf, oh Muhammad, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, dass ich dich im Stich lassen werde. Ich habe dich damals, als du ein kleines Kind warst, hilflos gewesen bist, nichts tun konntest, auch nicht im Stich gelassen. Ich habe dich die ganze Zeit betreut. Ich habe dich die ganze Zeit auch gepflegt. Und deswegen gibt es eine Überlieferung, die nicht authentisch ist, aber die von der Bedeutung her, wie die Gelehrten sagen, absolut richtig ist.
Und zwar wird hier dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam folgendes zugeschrieben, dass er gesagt haben soll: Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Mein Herr hat mich erzogen und er hat mich in bester Weise erzogen. Und die Gelehrten sagen, dass darin auch eine Weisheit liegt, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam eine Weise war. Sodass niemand wirklich den Propheten sallallahu alaihi wa sallam ganz allein beeinflussen konnte. Weder seine Mutter, noch sein Vater, noch sein Onkel, noch sein Großvater. Ja? Sondern im Grunde genommen Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dann erzogen hat. Alam yajidika yatiman fa'awa. Ja? Und was der Prophet daraus machen soll, das werden wir gleich sehen. Nämlich in 3 Versen später sagt Allah subhanahu wa ta'ala gleich als Reaktion darauf, wenn du das bekommen hast, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Die gehören zusammen, diese Verse. Was nun die Weise angeht, so unterjoche sie nicht. Ja? So bezwinge sie nicht. Unterdrücke sie nicht. Tu ihr kein Unrecht. Guck mal, Allah hat dir etwas gegeben, da musst du das zurückgeben. Allah hat dir eine Gnade gegeben. Die Dankbarkeit für diese Gnade liegt darin, dass du diese Gnade im Guten nutzt. Und wir kennen alle die Geschichte, wo Allah subhanahu wa ta'ala, und es gibt eine Überlieferung, die habe ich heute gelesen zum ersten Mal, wo Allah ta'ala dann auch, wo der Prophet gesagt haben soll, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Grunde genommen einen Menschen immer mit einer Gnade auch prüft. Und zwar indem er beispielsweise jemanden schickt in der Gestalt eines Menschen, einen Engel also, der ihn dann beispielsweise bitten wird um das, was Allah ta'ala ihm gegeben hat. Und genau diese Überlieferung haben wir mit den dreien, die Allah prüfen wollte. Der Blinde, der Glatzköpfige und der Leprakranke. Allah ta'ala, er wollte sie prüfen. Und 2 haben die Prüfung nicht bestanden, der dritte hat sie bestanden. Der Blinde hat sie bestanden. Ja, Allah hat ihm Licht gegeben, Augenlicht gegeben, er hat ihm Vermögen gegeben. Und als dann der Engel kam, um ihn zu prüfen in der Gestalt eines Bettlers, hat er ihm gesagt, ich war arm gewesen, Allah hat mich reich gemacht. Ich war blind gewesen, Allah ta'ala hat mir Augenlicht gegeben, nimm was du willst. Woraufhin der Engel sagte, möge Allah dein Vermögen segnen. Ich bin nur eine Prüfung von Allah, die zu dir geschickt wurde, um dich zu prüfen. Du hast die Prüfung bestanden, deine beiden anderen Brüder haben sie nicht bestanden. Was sind die beiden anderen Brüder? Der Leprakranke und der Glatzköpfige. Ja? Sie wurden ebenfalls geprüft. Allah hat ihnen dann Vermögen gegeben, hat sie gesund gemacht. Und als dann der Engel kam in der Gestalt eines Bettlers, wandten sie sich von ihm ab und sagten, ich bin schon immer reich gewesen und schon immer gesund gewesen. Geh, ich habe keine Zeit für dich. Woraufhin dann der Engel sagt, wenn du gelogen haben sollst, dann sollst du in den ursprünglichen Zustand zurückkehren. Und sie sind in den ursprünglichen Zustand zurückgekehrt. Und deswegen, guck mal, immer dann, wenn du etwas bekommst von Allah, sei dankbar, indem du nämlich diese Gnade weitergibst. Und sei dir sicher, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, der wichtigste Grund dafür, dass Allah eine Gnade für uns wahrt, ist, dass wir sie nutzen im Sinne Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du spendest, sei dir sicher, dein Vermögen wird nicht weniger, Allah wird es noch mehr segnen. Wenn du deine Zeit opferst für die Menschen, Allah wird deine Zeit segnen, inshallah ta'ala. Und er wird dir Dinge geben, von denen du gar nicht geträumt hast, dass du sie in dieser Zeit schaffst. Und so weiter und so fort. Und dann, وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Und dich irregehend gefunden und dann rechtgeleitet. War unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam irregeleitet gewesen? Was würdet ihr sagen? Wie ist dieser Vers zu verstehen? Dal. War unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam irregeleitet gewesen? Hat er Götzen gedient? Hat er sich vor Götzen niedergeworfen? Nein. Was ist also mit Dal hier gemeint? Was würdet ihr sagen? Was ist mit Dal hier gemeint? Vielleicht die Zeit, wo er sich zurückgezogen hat, Irak, wo er nach etwas gesucht hat. Genau, er war auf der Suche gewesen. Das heißt, er hat nie Götzen gedient. Das ist klar und deutlich. Er hat nie Götzen gehuldigt. Er hat nie Opfer dargebracht für Götzen. Das ist eindeutig. Allah Ta'ala, er hat ihn davor gewarnt, bewahrt. Aber wichtig ist was? Allah Subhanahu wa Ta'ala, er zeigt uns auf, dass er noch keine Rechtleitung hatte. Das heißt, obwohl er keinen Götzen gedient hat, wusste er noch nicht ganz genau, wie diese Wahrheit konkret aussieht. Und es gab viele Menschen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die sogenannten Hunafa, die ebenfalls nicht wussten,
obwohl sie an einen Gott geglaubt haben, wie nun konkret Allah gedient werden soll, wie man ihn anbeten soll. Ja, auf welcher Grundlage? Manche haben es versucht, indem sie das Christentum angenommen haben. Andere haben es versucht, indem sie Juden geworden sind. Dritte haben es versucht, indem sie gesagt haben, sie befolgen den Kult von Abraham. Also es gab ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat dann von Allah ta'ala die Rechtleitung erhalten. Und deswegen sagt Allah ta'ala, وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Er war auf der Suche gewesen. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm die größte Gnade überhaupt gegeben, nämlich er hat ihn recht geleitet. Und wie soll der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nun hierauf reagieren? Allah ta'ala, er sagt, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنَهُرْ. Und was dem Bettler angeht, dem Bittenden angeht, so fahre ihn nicht an. Weil der Bittende, der ist auch auf der Suche im Grunde genommen. Er sucht auch nach jemandem, der ihm hilft. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war auf einer höheren Suche gewesen und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm dann gegeben, nämlich das teuerste, was man überhaupt bekommen kann, die Rechtleitung. Und der Dank dafür sollte sein, immer dann, wenn jemand zu dir kommt und dich bittet, oh Muhammad, so tadele ihn nicht dafür. Und genau das hat auch unser Prophet umgesetzt in seinem Leben. Es kam nie jemand zu ihm, nie, der ihn bat, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn daraufhin zurückwies. Das Einzige, was er tat, war, dass er gesagt hat, und das war in einem Moment gewesen, wo er nichts mehr hatte und alles gegeben hat und dann zu den Leuten sagte, wenn ich etwas habe, dann gebe ich es euch. Und ich gebe es euch, solange ich es habe. Aber wenn ich es nicht mehr habe, kann ich es euch nicht geben. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat genau dies umgesetzt. Dass er sich für die Bittenden und für die Bettenden und diejenigen, die in einer Notsituation sind, sich immer eingesetzt hat. Weil er ebenfalls auf der Suche gewesen ist, auf der höheren Suche und Allah subhanahu wa ta'ala ihn dann geleitet hat. Und dann das Letzte. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Und dich arm gefunden und dann reich gemacht. So, dass du nicht betteln musstest, sondern dass du arbeiten gehen konntest, Tijara machen konntest, Handel betreiben konntest, ja, dich selbst ernähren konntest, obwohl du eine Weise gewesen bist, die es schwer hat. Und hierauf sagt Allah subhanahu wa ta'ala dann zu unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Und was die Gunst deines Herrn angeht, so erzähle davon. Erzähle allen Menschen davon, was Allah ta'ala dir alles an Gnaden gegeben hat und erwiesen hat. Und genau das sollte auch ein Muslim tun, immer dann, wenn Allah ta'ala ihm etwas ermöglicht hat. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm Vermögen gegeben hat, ihm Gesundheit gegeben hat, ihm Erfolg im Beruf gegeben hat, in irgendeiner Sache, dann sollte er Allah subhanahu wa ta'ala, und dann sollte er das auch berichten und auch auf Allah subhanahu wa ta'ala zurückweisen und zurückführen. Ja, das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt. Und im Übrigen, das gilt nicht nur für Gnaden, die Allah uns erwiesen hat, sondern auch wenn dir ein Mensch etwas gegeben hat, dann solltest du Dankbarkeit zeigen. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ. Derjenige, der nicht dem Menschen dankt, hat auch nicht Allah subhanahu wa ta'ala gedankt. Also immer, wenn du etwas bekommst von Allah subhanahu wa ta'ala oder auch von einem Menschen, dann zeig diese Gnade auf. Dann zeigt diese Gnade auf, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der dir dazu verholfen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Verse verinnerlichen lassen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit seinen Gnaden überhäufen und uns immer Dankbarkeit zeigen für seine Gnaden. Möge Allah ta'ala unsere Herzen an seine Rechtleitung binden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Zuflucht gewähren bei ihm. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns reich machen in unseren Herzen und in unseren Seelen. Amin. Barakallahu fikum. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.